Der Angeklagte Nico Kulmbach soll einen Raubmord begangen haben. Der 32-jährige Maurer wuchs in einer sozial schwachen Gegend auf und kam früh auf die schiefe Bahn. Weil er immer auf der Suche nach dem großen Geld war, hat er schon diverse Straftaten begangen. Doch damit sollte Schluss sein. Er hat seine Jugendfreundin Tanja geheiratet und versucht mit ihrer Hilfe, ein besserer Mensch zu werden. Als Tanja schwanger wurde, konnte sich Nico dennoch nicht so richtig darüber freuen. Seine finanziellen Sorgen machten ihm schwer zu schaffen. Er hatte Angst, dass er seiner Freundin und seinem Kind nichts bieten kann. Hat er deswegen einen Geldtransporter überfallen und sogar den Geldboten erschossen? Hören Sie, lassen Sie mich doch mit der Staatsanwältin reden. Tut mir leid, Ihr Platz ist da drüben. Gibt es ein Problem? Ja, natürlich gibt es ein Problem. Ich habe wichtige Informationen für Sie. Lassen Sie zu mir. Ich höre. Hören Sie, ich habe da ein paar Sachen, die Sie ganz dringend, brennend interessieren würden. Na gut, schießen Sie los. Nee, so einfach geht das nicht. Ich erwarte da schon eine Gegenleistung dafür. Eine Gegenleistung? Und wie soll die bitte schön aussehen? Na, zum Beispiel mit 10 Jahren weniger Knast. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Hören Sie, die Informationen sind so wichtig und brisant. Ich habe das Ding nämlich nicht allein durchgezogen. Ich habe da noch einen Komplizen dabei gehabt, den Freddy. Mhm, Freddy. Ich habe nämlich auch keine Lust, lebenslänglich zu bekommen. Freddy wer? Nee, so nicht. Ich habe schon viel zu viel gesagt, ja? Erst kommen Sie mir in der Sache entgegen und dann verklicke ich Ihnen die ganzen Einzelheiten, okay? Also jetzt passen Sie mal auf, so geht das nicht. Wenn Sie ein umfassendes Geständnis ablegen, dann kann ich in meinem Plädoyer einen geringeren Strafantrag stellen. Inwiefern sich das Gericht darauf einlässt, das kann ich Ihnen aber nicht sagen. Darauf habe ich überhaupt keinen Einfluss. Nee, dann lassen wir es. Haben wir noch ein bisschen Zeit? 10 Minuten. Gut, das reicht völlig. Ich müsste dann nämlich mal. Sie heißen Nico Kulmbach, geboren 28. Dezember 1978 in Würzburg. Sie wohnen jetzt in Potsdam, sind verheiratet, Maurer seit dem 15.12.2010. In Untersuchungshaft in der JVA Brandenburg an der Havel. Alles in Ordnung, Herr Kulmbach? Ja, es geht schon, danke. Brauchen Sie vielleicht ein Glas Wasser oder so? Nee, es ist alles okay. Ich bin einfach nur nervös. Aha. Wie Sie meinen, aber sagen Sie es rechtzeitig, wenn es Ihnen nicht gut geht. Die Anklage bitte, Frau Staatsanwältin. Am 15.12.2010 um 14.35 Uhr bedrohte der Angeklagte vor dem Gutkauf-Supermarkt in Potsdam Ulf Stöter den Geldboten der Sicherheitsfirma Landsrat mit einer Pistole des Kalibers 9mm Parabellum. Herr Kulmbach! Herr Kulmbach? Schnell rufen Sie Notarzt. Tun Sie doch was, Herr Kulmbach! Wir brauchen sofort einen Notarzt im großen Sitzungssaal. Der Angeklagte ist plötzlich umgefallen. Nico! Was ist denn? Er hat kaum noch Puls. Ja? Und? Ich habe gerade eben in der Klinik angerufen. Der Kulmbach ist auf dem Weg dorthin verstorben. Was? Das ist ja schrecklich. Mhm. Ja, aber wieso? Ich meine, Herr Kulmbach hatte überhaupt keine Vorerkrankung. Und auch sonst gab es überhaupt gar nichts, was auf so etwas hingedeutet hätte. Ich habe auch das Gefühl, dass da irgendwas faul ist an der Geschichte. Ja, er kam vor der Verhandlung zu mir und hat mir einen Deal angeboten. Vielleicht gibt es da irgendeinen Zusammenhang. Was für ein Deal denn? Er sprach von einem Komplizen, den er Freddy nannte. Er hat mir angeboten, ihn ans Messer zu liefern, wenn ich ihm dafür eine geringere Haftstrafe garantiere. Ich habe ihm natürlich klargemacht, dass ich das kaum machen kann und darauf kaum Einfluss habe. Danke. Was, wenn dieser Freddy tatsächlich der Komplize von Herrn Kulmbach bei diesem Überfall auf den Geldtransporter damals war? Und wenn der jetzt Angst hatte, dass der Herr Kulmbach in der Hauptverhandlung gegen ihn auspackt? Ich meine, das wäre doch ein Motiv für einen Mord. Haben Sie auch gemerkt, wie sehr der Herr Kulmbach am ganzen Körper gezittert hat? Das sind klassische Vergiftungserscheinungen nochmal. Ja, aber Herr Kulmbach wurde doch auf direktem Weg von der U-Haft ins Gerichtsgebäude gebracht. Er war ja pausenlos unter polizeilicher Aufsicht. Trotzdem könnte es nötig werden, die letzten Stunden seines Lebens so genau zu rekonstruieren, wie es nur irgend geht. Ja. Aber zuerst müssen wir auf jeden Fall mal abwarten, was überhaupt die Obduktion ergibt. Herr Tanzberger, ich grüße Sie.
Tag, Lukas. Ganz meinerseits, was kann ich für Sie tun? Ich bin doch jetzt zuständig in der Todessache Nico Kulmbach. Ich wollte einfach mal hören, ob es schon irgendwelche Erkenntnisse gibt. Allerdings. Kommen Sie mal mit. Schön. Sehen Sie diesen Einstich? Ja, sehe ich. Das heißt, da wurde ihm was injiziert? Ja. Und daran ist er gestorben? Nein, dieser Mann hier ist erstickt. Woran? Er hat sich, nachdem er bewusstlos zusammenbrach, übergeben und dann sein eigenes Erbrochenes eingeatmet. Weiß man, warum er bewusstlos geworden ist? Ja. Die Ursache für das Koma war eine Überdosis Insulin. Wie Sie sehen, ist der Einstich außergewöhnlich groß. Ja. Vermutlich wurde hier also kein gewöhnlicher Insulinpen verwendet, sondern eher eine konventionelle größere Spritze, in der die entsprechende Dosis auch Platz hatte. So etwas kann sich schließlich auch jeder Diabetiker besorgen. Gut, aber meines Wissens hat Herr Kulmbach keinen Diabetes. Die Frage ist also, warum sollte er sich eine solche Spritze setzen? Berechtigte Frage. Vor allem, weil sich ein echter Diabetiker eine solche Spritze selten in den Oberarm setzen würde, sondern eher am Bauch. Dort hat schließlich jeder ein kleines Fettpolster. Also Klartext, ein Dritter muss ihm hier die tödliche Dosis gespritzt haben. Das war auch mein erster Gedanke. Deswegen habe ich noch mal ganz genau hingeschaut. Da war ein winziges Stückchen Stoff im Einstichkanal. Daraufhin habe ich mir die Kleidung des Toten noch mal genau angesehen. Sehen Sie? Ich sehe ein kleines Loch. Exakt. Und zwar genau an der Stelle, wo der Tote den Einstich hat. Das heißt, die Nadel wurde durch die Kleidung hindurchgesetzt. Wenn man so etwas bei sich selber macht, streift man normalerweise den Ärmel hoch. Und damit ist also klar, dass wir es hier auf jeden Fall mit einem Gewaltverbrechen zu tun haben. Zumindest deutet alles darauf hin. Sie heißen Frederik Tillmann, sind geboren am 12. Oktober 1978 in Berlin. Sie wohnen in Potsdam, sie sind verheiratet, selbstständiger Zentralheizungs- und Lüftungsbauer und seit dem 19. März 2011 in Untersuchungshaft in der JVA Brandenburg an der Havel. Am 17. März 2011 wurde Nico Kulmbach zur Hauptverhandlung wegen eines tödlich verlaufenen Überfalls auf einen Geldtransporter ins Gerichtsgebäude in Potsdam gebracht. Dort lauerte der Angeklagte im Flur Nico Kulmbach auf dem Weg zur Toilette auf. Als dessen Bewacher gegen 15.45 Uhr kurz abgelenkt war, injizierte der Angeklagte in Nico Kulmbachs rechten Oberarm mit einer Spritze ca. 5 ml U100 Insulin, um ihn zu töten. Während der Verlesung der Anklage brach Nico Kulmbach infolge der Unterzuckerung zusammen und fiel ins Koma. Kurz Zeit später erstickte er auf dem Weg ins Krankenhaus an seinem Erbrochenen. Der Angeklagte war der bisher unbekannte Komplize von Nico Kulmbach bei dem Überfall auf den Geldtransporter. Mit der Tat wollte er verhindern, dass Nico Kulmbach ihn im Prozess als Komplizen benannte. Der Angeklagte wird somit des Mordes beschuldigt, strafbar gemäß § 211 StGB. Wir stellen noch fest, dass als Nebenklägerin Frau Tanja Kulmbach, die Witwe des Opfers, zugelassen wurde. Sie können auch jederzeit während der Verhandlung Fragen stellen. Gut, dann zu Ihnen, Herr Tillmann. Die Anklage haben Sie gehört. Wollen Sie was dazu sagen? Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier überhaupt auf der Anklagebank zu suchen habe. Ich habe diesen Typen überhaupt noch nie gesehen. Und dass ich hier bei Gericht war, das war ein Riesenzufall, dass der gerade umgekippt ist. Wieso waren Sie denn bei Gericht? Was wollten Sie denn da? Bekannter von mir hatte eine Verhandlung wegen Fahrerflucht. Und da wollten Sie Händchen halten, oder was? Ja, wollte ich nicht Händchen halten. Hat er sich ja schließlich selbst eingebracht, die Geschichte. Aber einen Tag vorher rief er mich an und flehte mich an zu kommen, also bin ich halt hin. Gut, die Verhandlung gab es ja tatsächlich. Ne? Und Ihr Bekannter hat ja auch bestätigt, Sie zu kennen. Ich frage mich nur, warum sich niemand anderes daran erinnern konnte, dass Sie im Sitzungssaal waren. Weder der Vorsitzende Richter, noch die Vertreter der Staatsanwaltschaft, noch der Verteidiger, noch sonst irgendjemand aus dem Publikum. Entschuldigung, aber merken Sie sich wirklich jeden, der hier sitzt? Ja, der Bekannte kann auf gut Deutsch genauso gelogen haben. Eine kleine Gefälligkeit unter Freunden auf gut Deutsch. Und es spricht ja viel dafür, dass Sie just da waren und ganz bewusst da waren, um den Prozess von Nico Kulmbach zu besuchen. Was soll ich mir denn eine Verhandlung ansehen, die mich null interessiert? Ich habe diesen Typen in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Schauen Sie mal das Bild an. Sind Sie ihm an dem 17. März, also an dem Tag der Verhandlung, begegnet? Ja, da bin ich ihm kurz auf dem Flur begegnet. Er hat mich angerempelt, wahrscheinlich ist er gestolpert. Gestolpert, schon klar, ne? Ja, er ist gestolpert. Ja. Jetzt haben die polizeilichen Ermittlungen ergeben, dass Sie vor 3 Jahren mit dem Opfer Nico Kulmbach zusammen auf einer Baustelle gearbeitet haben. Der war da als Maurer beschäftigt. Das ist ewig her, 3 Jahre. Außerdem arbeitet man auf einer Baustelle ständig mit Fremdfirmen zusammen. Das sind eine Menge Leute über die Jahre. Kann ich mir nur jeden Einzelnen merken. Dazu kommt der Staatsanwalt, dass Herr Kulmbach Maurer war, wenn ich recht informiert bin. Mein Mandant ist Heizungsbauer. Der Maurer ist schon lange von der Baustelle weg, wenn der Heizungsbauer kommt. Also ist die Chance, dass die beiden sich auf der Baustelle begegnet haben, minimalst. Ich habe mit ihm damals vielleicht 1-2 Worte gewechselt. Hatten Sie auch privat mit ihm zu tun? Nein. Das glaube ich schon. Ne? Da bin ich ganz überzeugt davon. Ich bin auch überzeugt davon, dass Sie nach Ihrer gemeinsamen Zeit auf der Baustelle immer noch Kontakt hatten und auch weiterhin gemeinsam zusammengearbeitet haben, wenn auch auf anderem Gebiet. Ja. Ihnen ist ja schon klar,
warum Nico Kulmbach da war. Der sollte an dem Tag, als er zusammengebrochen ist, verurteilt werden. So sah es aus. Ne? Wegen eines Überfalls auf einen Transporter, einen Geldtransporter. Und wegen Mordes an dem Fahrer dieses Transporters. Was habe ich damit zu tun? Ist doch sein Fall. Es war ziemlich klar, dass er diesen Coup nicht allein durchgezogen hatte. Ne? Nur er hat immer eisern geschwiegen, wenn man ihn gefragt hat, was er über Komplizen sagen könnte. Aber nicht mehr an dem Hauptverhandlungstag. Da wollte er reden. Also, Herr Staatsanwalt, nach dem Akteninhalt, der mir bekannt ist, gibt es keinen Zweifel daran, dass Herr Kulmbach die Tat begangen hat. Und von einem Mittäter ist keine Rede. Es gab keine Spuren, darauf können wir uns einigen. Aber ein Verdacht war da, Herr Lenz. Ein Verdacht war da. Und dieser Verdacht hat sich nun wirklich bestätigt, aus meiner Sicht, als Herr Kulmbach an seinem Verhandlungstag auf Frau Schrank, die Sitzungsvertreterin an diesem Tag, zugegangen ist und über einen Deal mit ihr sprechen wollte. Ein Deal nach dem Motto Strafmilderung, wenn er den Komplizen nennt. Den Namen wollte er schon mal andeuten. Freddy, sagte er. Freddy. Frederik. Klingelt's da eventuell bei Ihnen in Ihrem Ohr? Soll da klingeln? Mein Name ist Frederik und niemand nennt mich Freddy. Und ich lasse mir von Ihnen auch keinen Mord anhängen. Ja. Ich weiß doch, was hier läuft. Aha. Was läuft denn hier? Na, Sie brauchen Sündenbock. Dieser Kulmbach oder wie der heißt, kratzt ihn mitten in der Verhandlung ab, ohne dass Sie was dagegen tun können. Und jetzt brauchen Sie ganz schnell einen Täter, damit Sie vor der Presse gut dastehen. Aber nicht mit mir. Entschuldigung, hier geht es ganz klar nicht darum, dass die Staatsanwaltschaft oder das Gericht gut dasteht. Ja. Die Obduktion hat zweifelsfrei ergeben, dass der Herr Kulmbach nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Ja? Aufgrund der Wirkungszeit des injizierten Insulins konnte rekonstruiert werden, dass die Injektion höchstens 10 Minuten zurücklag, also kurz vor Prozessbeginn im Gerichtsgebäude erfolgt sein muss. So, das schränkt den Kreis der Verdächtigen nun mal sehr ein. Deswegen sollten Sie den Ball hier sehr flach halten. Denn Sie waren bei Gericht und Sie hatten die Gelegenheit, ihm das Insulin zu setzen. Im Übrigen gibt es auch eine weitere Verbindung noch zwischen Ihnen, nämlich dieselbe Stammkneipe, der Bierkeller. Und da bin ich überzeugt von, dass dort in diesem Bierkeller auch Ihr gemeinsamer Plan ausgeheckt wurde vor diesem Überfall. Ich bin nur ab und zu in diesem Bierkeller und diesen Typen habe ich dort nie gesehen. Also Herr Staatsanwalt, mir kommt es vor, als ob Sie in meinem Mandanten hier wirklich einen Berufsverbrecher sehen. Weit gefehlt. Mein Mandant ist bis heute polizeilich nicht einmal negativ in Erscheinung getreten. Vielmehr ist er ein Unternehmer, der sich mühselig ein kleines Unternehmen aufgebaut hat, mittlerweile 2 Angestellte hat. So stelle ich mir keinen Schwerverbrecher vor. So stelle ich mir ein wichtiges Mitglied unserer Gesellschaft vor. Aber mein Mann war auch kein Schwerverbrecher. Also, wenn ich das hier richtig sehe, ja, dann haben Sie doch massiv Schulden, richtig? Und zwar schon seit 2 Jahren, weil Sie sich beim Hausbau übernommen haben. Ist doch so, oder? Ja, gut, das stimmt. Ich habe damals einen Kredit aufgenommen. Ja, eben. Das ist doch ein Motiv, dazu einen Geldtransporter zu überfallen. Frau Kulmbach, ich glaube, mein Mandant ist nicht der Einzige, der Schulden hat. Sie haben doch auch Schulden. Soll ich jetzt so weit gehen und sagen, Sie haben auch ein Tatmotiv? Wie bitte? Ja, ganz einfach, Frau Kulmbach. Ich kann da auch weitersprechen. Sie sind in einer schrecklichen Situation. Sie erwarten ein Kind. Sie haben Schulden. Und jetzt? Jetzt steht auf einmal eine Lebensversicherung da, die aller Wahrscheinlichkeit nach 300.000 Euro an Sie ausbezahlt. Und damit haben Sie keine Schulden mehr. Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Das ist mein völliger Ernst. Ich könnte sogar so weit gehen und sagen, Sie haben natürlich auch die Gelegenheit gehabt, Ihrem Mann die Spritze hier im Gerichtssaal zu setzen. Sie waren doch da. Sie haben ihn doch sicherlich auch umarmt. Zur Begrüßung. Ich glaube, darüber können wir später dann noch mal sprechen. Gibt es denn Fragen? Ich habe keine Fragen, vielen Dank. Dann setze ich bitte zum Herrn Verteidiger mit heute in die Beweisaufnahme ein. Frau Benita Schrank, dann vernehme als erstes die Staatsanwältin, die damals im Verfahren gegen Herrn Kulmbach die Anklage vertreten hat. Frau Schrank, guten Tag. Nehmen Sie mal mit Ihr Platz. Sie wissen ja, wie es hier so läuft. Sie kennen auch Ihre Zeugenpflichten. Ja. Natürlich. Ihre Adresse, Ihre Personalien sind im Gericht ja bekannt. Ladungsfähige Anschrift ist die Staatsanwaltschaft hier im Hause und es liegt hier auch eine Aussagegenehmigung Ihres Dienstherrn vor. Verwandt, verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht, nehme Nein. ich mal an. Sie haben ja vor ein paar Monaten im Prozess gegen Nico Kulmbach die Anklage vertreten. Den Tag dieses Prozesses werde ich sicherlich nicht so schnell vergessen. Da geht es Ihnen natürlich wie uns allen, glaube ich, die dabei waren. Sie haben an dem Tag vor der Verhandlung noch mit Nico Kulmbach gesprochen, richtig? Ja, er kam kurz vor der Verhandlung zu mir und wollte dringend mit mir sprechen. Und worüber? Er wollte über einen Komplizen auspacken, den er Freddy nannte. Bis dahin hatte er immer felsenfest behauptet, den Überfall auf den Geldtransporter alleine begangen zu haben. Hat er gesagt, wieso er nun doch über den Komplizen sprechen wollte und den benennen wollte? Ich gehe mal davon aus, dass er Angst bekommen hat. Er war ja immerhin drauf und dran, für viele Jahre ins Gefängnis zu gehen. Und da wollte er vermutlich ein paar Jährchen rausschinden und deswegen hat er mir den Deal angeboten.
Und wie sollte dieser Deal aussehen? Ja, ich sollte ihm garantieren, dass er 10 Jahre weniger absitzen muss. Dafür hätte er mir alles über diesen Freddy erzählt. Wer er war und welche Rolle er bei diesem Überfall auf den Geldtransporter gespielt hat. Also mein Mann wollte Ihnen den Kerl liefern, der den Fahrer des Geldtransporters wirklich erschossen hat. Und Sie haben ihn einfach abgewiesen. Also jetzt mal langsam bitte, ja? Ich meine, natürlich hätte mich diese Story von diesem angeblichen Komplizen sehr interessiert. Aber ich konnte Ihrem Mann nun mal keine geringere Haftstrafe garantieren. Ich habe ihm gesagt, wenn er ein umfassendes Geständnis ablegt, dann könnte ich das natürlich in meinem Plädoyer, in meinem Antrag berücksichtigen. Und das Gericht würde das mit Sicherheit auch entsprechend werten. Aber das wollte er gar nicht hören. Er hat gesagt, dann hat sich der Deal für ihn erledigt, hat sich weggedreht und ist gegangen. Ja, aber doch sicher nur, weil er gemerkt hat, dass Sie ihm eh nicht zuhören und ihm auch gar nicht helfen wollen. Mal ganz ehrlich. Einem Mann zu helfen, der einen unschuldigen Menschen erschossen hat, ist auch nicht meine Aufgabe. Das hat er doch gar nicht. Gott, wie können Sie nur so hart sein? Wobei, Sie sind doch im Grunde mit daran schuld, dass mein Mann jetzt nicht mehr lebt. Also entschuldigen Sie mal bitte. Ich kann ja verstehen, dass Sie aufgewühlt sind und dass Sie das Ganze mitnimmt. Aber jetzt gehen Sie schon ein bisschen zu weit, oder? Hat denn der Herr Kulmbach dann noch mal versucht, mit Ihnen zu sprechen, noch mal Kontakt aufzunehmen? Nein. Ich hatte eher das Gefühl, dass dieses Thema mit dem Deal dann für ihn erledigt war. So, als hätte er von vornherein resigniert. Können Sie vielleicht mal noch kurz zusammenfassen, was dem Herrn Kulmbach in der Anklage vorgeworfen wurde? Ja, natürlich gerne. Also das Ergebnis der Ermittlungen war, dass er am 15. Dezember des vergangenen Jahres einen Boten eines Geldtransporters bedroht hatte, als dieser aus einem Geschäft mit den Tageseinnahmen kam und diese zum Transporter bringen wollte. Er hat den Menschen aufgefordert, diesen Geldboten, ihm diese Tageseinnahmen auszuhändigen, plus den Transporter aufzumachen und die bereits abgeholten Gelder abzuliefern. Der Bote hat stattdessen versucht, sich in die Fahrerkabine zu flüchten. Und daraufhin hat Herr Kulmbach den Fahrer dieses Geldtransporters angeschossen, in den Bauch. Und der Fahrer ist daraufhin dann auch an den Folgen dieser Schussverletzung gestorben. Aber Sie können doch gar nicht sicher wissen, dass das Nico war. Natürlich kann ich das. Die Spurenlage war eindeutig. Ihr Mann wäre unter anderem wegen Mordes verurteilt worden. Das heißt, eine lebenslange Freiheitsstrafe. Und ich gehe mal davon aus, dass Ihr Mann bei der Vorstellung, sein Kind nicht aufwachsen zu sehen, auch auf die Idee kam, eben hier diesen Deal mir anzubieten. Für einige Jährchen weniger war er bereit, seinen Komplizen zu verraten. Aber lebenslänglich wäre doch immer noch besser gewesen, als wenn der Kleine seinen Vater gar nicht kennenlernen kann. Ich meine, Nico hätte uns das nie angetan. Frau Kulmbach, ich kann ja verstehen, dass Sie Ihren Mann in positiver Erinnerung behalten wollen. Aber es hilft doch nichts, die Augen vor den Tatsachen zu verschließen. Und Tatsache ist nun mal, dass Ihr Mann definitiv und ohne Zweifel beteiligt war an diesem Überfall an den Geldtransporter. Und es steht auch fest, dass er einen Mann erschossen hat aus unmittelbarer Nähe. Hat er nicht! Frau Kulmbach. Ihr Mann hat die Tat gestanden. Ja, aber doch sicher nur, weil er Angst vor dem wirklichen Täter hatte. Diesen Freddy. Ich meine, er hat das Geld doch noch nicht mal angerührt. Frau Kulmbach, die Fingerabdrücke Ihres Mannes waren auf der Tatwaffe. Und zwar nur seine. Er hatte Schmauchspuren an seinen Händen. Das Projektil passte genau zur Tatwaffe. Und Ihr Mann hatte das Blut des Opfers auf seiner Jacke. Aber dafür kannst du auch noch irgendeine andere Erklärung geben. Er ist ja nur deshalb nicht vom Tatort geflüchtet und hat sich widerstandslos dort festnehmen lassen, weil er selber total schockiert darüber war, was passiert war. Er hat dem Beamten gegenüber immer wieder beteuert, dass er das nicht wollte. Wissen Sie, es steht außer Zweifel, dass Ihr Mann an dieser Tat beteiligt war. Die Frage ist doch nur, hat er einen oder mehrere Mittäter? Diese Frage stellt sich, weil wir nämlich keine Zeugen hatten und auch keine verwertbaren Spuren, was diese Person angeht. Aber alles spricht dafür, dass dieser Überfall auf den Geldtransporter von mehreren Personen ausgeübt wurde. Da kommen wir wieder zu Ihrem Motiv, Herr Tillmann. Ne? Als der Verstorbene, Herr Kulmbach, geschossen hatte, wurde Ihnen das Ganze zu heiß. Dann haben Sie es weiter gesucht. Ne? Und dann merken Sie und hören Sie, dass kurz vor der Verhandlung Herr Kulmbach auf die Idee kommt, vielleicht doch etwas mehr erzählen zu wollen von den Komplizen. Na, das wird Ihnen nicht gefallen haben. Ich habe mit dem Überfall und dem toten Fahrer nichts zu tun. Außerdem denken Sie wirklich, ich wäre so blöd und würde mitten im Gericht jemanden töten, wo es vor Polizisten nur so wimmelt? Das war nun mal die einzige Gelegenheit, Herr Tillmann. Ich wüsste noch nicht mal, woher ich so eine Insulinspritze herbekommen sollte. Ich bitte Sie, ja, so eine Spritze und Ampullen, Insulin können Sie problemlos übers Internet bestellen. Vielleicht braucht man ein Rezept, das kann man fälschen. Ja, aber bei meinem Mandanten sind weder Ampullen mit Insulin noch eine Spritze gefunden worden. Und wenn Sie schon sagen, dass man sich das überall bestellen kann, dann hätte es sich jeder bestellen können, Herr Staatsanwalt. Danke. Sie übersehen bei all dem, Herr Lenz, dass diese Rangelei vor der Verhandlung der einzige Augenblick war, in dem der Verstorbene mit anderen Personen in Kontakt kommen konnte. Das heißt, es war die einzige Situation, in der das Insulin dem Verstorbenen gesetzt worden sein konnte. Sie verkennen da etwas, Herr Staatsanwalt. Ich bin davon überzeugt, dass diese Rangelei rein inszeniert war. Sie ist nur deshalb gemacht worden, damit man sich sie in Erinnerung behalten kann. Das ist der einzige Grund. Der Polizeibeamte, der hat mitgeteilt, dass er nichts gesehen hat, weil er unaufmerksam war. Vielleicht war er noch ein anderes Mal unaufmerksam. Vielleicht war er sogar unaufmerksam, als Sie sich mit Ihrem Mann umarmt haben. Als Sie vielleicht die Spritze gesetzt haben.
Das ist nicht Ihr Ernst. Ich hab's ja schon mal angedeutet. Ab meinem. Also, fairerweise muss ich Sie an der Stelle mal belehren. 55 StPO, Sie müssen auf einzelne Fragen hier nicht eingehen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Frau Kulmbach, Ihr Mann stand kurz davor, ein Leben lang ins Gefängnis zu gehen. Zumindest viele, viele Jahre. Da waren Sie enttäuscht. Sie wussten, Sie werden allein sein. Sie müssen Ihr gemeinsames Kind alleine aufziehen. Ihr Mann lässt Sie hängen. Das war der Punkt. Hängen mit Schulden. Ein Berg voller Schulden. Sicher war meine Situation scheiße. Klar, was denken Sie denn? Aber jetzt ist doch alles noch viel schlimmer. Schlimmer? Ich meine, Gott, wie können Sie nur denken, dass ich meinen Mann umgebracht habe? Ich habe Nico geliebt. Frau Kulmbach, Sie sagen, jetzt ist alles schlimmer. Es ist natürlich tragisch und ich glaube Ihnen, dass Sie unter dem Tod Ihres Mannes leiden. Aber finanziell stehen Sie jetzt wohl besser da. Ja, Sie wussten doch von der Lebensversicherung Ihres Mannes, oder nicht? Ändert nichts daran, dass es alles Unterstellungen sind, die schön klingen mögen, aber es sind eben Unterstellungen, Herr Lenzen. Schauen Sie, das, was ich als Theorie aufstelle, ist nicht abwegiger als das, was Sie aufgestellt haben. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Rangelei, eine Rempelei, aufgrund derer Sie meinem Mandanten vorwerfen, er hätte hier einen Mord begangen. Und das, was ich aufstelle, ist genau das Gleiche. Sie vergessen dabei, Herr Lenzen, dass Herr Kulmbach seinen Komplizen Freddy genannt hat. Freddy, so wie Ihr Mandant Frederik mit Vornamen heißt. Und Sie sprachen hier von der Rangelei. Das war eine richtig handfeste Rangelei. Dafür gibt es einen Zeugen. Und Ihr Mandant und Herr Kulmbach, die kannten sich. Das steht ja wohl fest. Für was kann Freddy eine Abkürzung sein? Für Manfred, für Alfred, für was noch alles? Das kann doch nicht als Beweis dienen, um jemanden hier des Mordes zu überführen. Das kann doch nicht ernst sein. Also zu der Rangelei. Da werde ich nachher noch was sagen. Ja, gerne. Wir werden gerne als nächstes eine Zeugin hören, die Zeugin dieser Rangelei im Gerichtsflur geworden ist. Wenn keine Fragen mehr in Schwank sind. Dankeschön. Frau Schwank, herzlichen Dank. Dann bleiben Sie unweilig. Sie können auch gerne noch da bleiben, wenn Sie wollen. Ja, gerne. Agnes Hodenowig, bitte.